Jetzt freuen wir uns auf die erste Dame am heutigen Abend im Einzelspringen. Die ist, glaube ich, ziemlich aufgeregt. Mit Wasser kennt sie sich aus, aber in einem anderen Aggregatzustand. Die schicken wir los. Hier ist Zoe Flintriss. Sekunde, dich kenne ich irgendwoher. Mein Name ist Zoe Flintriss, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Berlin und bin hauptberuflich Model. Vor allem durch meine Leistungssportkarriere gehe ich auch mit einer Erwartungshaltung hier rein, die manchmal nicht so förderlich fürs Training ist. Ich wäre gern lieber ein ganz normaler Mensch, der einfach an der Leistung wächst. Aber natürlich vergleiche ich mich mit meinem Leistungssportler-Dasein von früher, bin aber gar nicht mehr diese Frau, bin natürlich eine ganz andere Frau heute. Und da treffen jetzt gerade so zwei Welten aufeinander. Das heißt, das Training ist für mich auf jeden Fall eine Challenge. Ganz ruhig, 10 bis 3, ganz entspannt. Das war eine Katastrophe. Also wirklich, also als ich das erste Mal auf dem 5-Meter-Turm stand, bin ich nicht runtergesprungen. Meine Beine haben gezittert und man kämpft gegen seine inneren Dämonen. Also wir sind auch ein paar Tränchen gelaufen. Jetzt nicht, weil ich eine Heulsuse bin, sondern einfach, weil ich gemerkt habe, krass, wie herausfordernd das ist. Meine sportliche Karriere bis jetzt bringt mir vielleicht, dass ich weiß, wie es ist, routiniert an etwas zu arbeiten. Mein Körpergefühl im Sinne von Pirouetten, Gelenkigkeit und so bringt in der Konstellation erstmal nichts, weil hier geht es wirklich um Akrobatik, hier geht es um Höhenüberwindung. Versuch bis 2 zu zählen und dann wirklich nach oben abzusprechen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Typ und ich habe mir auch große Ziele gesteckt. Du musst den Arsch hochbringen. Ja, da treffen wirklich so zwei Welten aufeinander. Ich bin nicht mehr die Leistungssportlerin von früher, aber natürlich haben meine Zellen das gespeichert, was ich als Leistungssportlerin vollbracht habe. Das ist doch genau die Richtung, die wir wollen. Und da ist der Kampf der Titanen in meinem Kopf sozusagen. Zoe, ich bin mir sicher, das wird der Hammer. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft man immer noch denkt, wenn eine curvige Frau kommt, dass diese Frau nicht sportlich ist und nicht auf ihre Gesundheit achtet. Aber genau deswegen bin ich hier und will mit meiner Teilnahme auch zeigen, dass auch curvy Frauen was leisten können, dass sie sportlich sind und dass sie Spaß an Bewegung haben. Kommen, springen und strahlen. Jetzt wundern Sie sich wahrscheinlich, warum wir noch mal hier bei uns beiden Komikern sind. Es hat da so ein bisschen Irritationen gegeben bei der Wertung gerade, weil wir den Marco auf Platz 2 geführt hatten vor Valentin Lusin. Da war ein kleiner Zahlendreher, ein Grafikproblem drin. Wir gucken noch mal den aktuellen Stand hier im Einzelspringen an, denn Valentin Lusin hatte höhere Wertungen und er ist auf 2 hinter... Nee, das brauche ich jetzt nicht. Die Punktzahl von Marco Cerullo war richtig. Wir gucken mal auf den Gesamtstand. Und dann sehen wir Philipp Boy vorne mit 58,5 Punkten. Auf 2 Valentin Lusin mit 50. Dem hatten wir vorhin in der Tabelle ein bisschen zu wenig gegeben. Und auf 3 Marco Cerullo. Nur, dass wir immer vom richtigen Zwischenstand ausgehen. Das ist momentan das Tableau. Boy vor Lusin und Cerullo. Und jetzt machen wir mit Laura da oben weiter. Ja. Ja, denn wir freuen uns natürlich tierisch, dass sie mit dabei ist. Zoe, toll, dich mit am Start zu haben. Berlin, mach mal ordentlich Lärm für die junge Dame hier. Wir haben dich gerade auch noch mal in Action gesehen. Eiskunstlauf, das war deine große Leidenschaft. Wie sehr konntest du die Profisportlerin Zoe aus dem Kopf streichen? Fast gar nicht. Also klar ist sie immer da gewesen, aber ich habe ganz schnell realisiert, okay, deine Profisporterfahrung, die hat dich hier nicht so viel weitergebracht. Vor allem nicht in Bezug aufs Eiskunstlaufen. Wie viel Respekt hast du denn vor der Höhe? Es geht, also natürlich bin ich sehr bewusst, ich mache immer alles sehr bedacht und deswegen hier die schönen 3 Meter vom schönen Sprungbrett ist mein Ding. Okay, wo fühlst du dich wohl, Ulla? Bei uns im Werbeblock oder beim Turmspringen? Wo soll dich RTL wieder anfragen? Beides gut, beides gut. So, das ist die absolut richtige Antwort und deswegen gibt es jetzt auch den absolut richtigen Sprung von dir. Ich drücke die Daumen, wir sind gespannt. Gib alles, Zoe, deine Bühne. Ah.
Also für Sie, wir sehen es auch noch mal eingeblendet gleich, heißt es jetzt vom 3-Meter-Brett Kopfsprung vorwärts, gehockt, Schwierigkeitsgrad 1,5. Auf geht's für Zoe Flindris. Das sah ganz gut aus, ein bisschen zu flach reingekommen. Ja. Aber ja, das ist das Problem, wenn du es nicht gewohnt bist. Du musst eben kurz in diese Hocke gehen. Genau. Und wenn du dann ein bisschen spät dran bist, wirst du flach. Und das war ihr Problem. Sie war quasi noch mit der Hocke beschäftigt. Genau. Und ist dadurch dann nicht fertig. Und dann. Aber hey, Leute, nochmal. Chapeau, jeder, jede, die hier mitmacht. Kompliment. Absolut, kann ich nur unterstreichen, ihr seid so viel mutiger als wir alle zusammen, euch da oben hinzustellen und darunter zu springen. Wie war der Flug? Oh, es war so schön. Ich glaube, es war der schönste Sprung aller Zeiten, egal das Training. Das war ein ganz anderes Gefühl. Wirklich? Ja, es war so ein richtiger freier Fall. Ich war selbstsicher. Es war schön. Oh, super. Herzlichen Glückwunsch. Hier sehen wir es auch mal in der Wiederholung. Wie zufrieden bist du mit deinem Eintauchen? Naja, ich hätte so ein bisschen tiefer nach unten ziehen können. Meine Trainerin hat es mir ganz oft gesagt. Aber ich bin jetzt durch, ist okay. Da fällt einem auch erstmal so eine kleine Last von den Schultern. Ne? Wir schauen auf deine Punktewertung, die hier kommt. Schwierigkeitsgrad war nicht ganz so hoch, deswegen Platz 4 nach 4 Startern. 5 ja. Punkte im Durchschnitt. Ich glaube, da kannst du mit zufrieden sein, oder? Ja, ist eine nette Bewertung. Zoe, dann herzlichen Dank. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Hier kommt nochmal dein Applaus und ab zu den Jungs. Ich bin der Zico, ich bin 32 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Köln. Zico, was für ein stattlicher Mann. So jemand wie du hat beruflich sicher mit schönen Frauen zu tun. Boah, das Training ist hart. Bauch rein, Bauch rein, Bauch rein, Bauch rein. Ich habe den Sport komplett unterschätzt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Ja, stimmt. Sieht auch gar nicht mal so gut aus. Ich bin schon 2-3 Mal auf den Rücken gefallen. Au! Heieiei! Gesicht ist Gott sei Dank noch nicht passiert. Na, kann ja noch. Der Jürgen ist schon ein harter Typ auf jeden Fall. Schneller. Du sollst dich klein machen. Das geht man da als Weichei durch, das will man ja auch nicht. Nee, das will man nicht. Nee, nicht nur immer hier Langhantel. Aber ich bin sehr ehrgeizig. Arme! Ich hasse es zu verlieren, ich kann nicht verlieren. Na, man lernt nie aus, Zico. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, das Ding zu rocken. Ich möchte eine gute Figur da oben machen. Ich glaube, dass der erste und zweite Platz ist, wird eine große Herausforderung. Nicht für dich, Zico. Aber auch wenn da krasse Sportler oder Olympiasieger dabei sind, werde ich auf jeden Fall zeigen, dass man mit ganz viel Willen und ganz viel Mut ganz weit nach vorne kommt. Ja, hallöchen, Zico. Servus, Laura, hi. Na, wie viele Badehosen hast du so durchgehüpft? Boah, also durchgehüpft habe ich tatsächlich eine, aber die restlichen sind heilig geblieben. Die anderen habe ich, also ich habe viele verloren tatsächlich. Und die kaputte hast du dir eingerahmt und aufgehangen, ja, oder? Die habe ich weggeschmissen. Okay, alles klar. Zico, du bist von Sternzeichen Fisch, glaube ich auch, ne? Ja, ich auch. Ja. Das heißt, Wasser ist dein Element? Ich liebe Wasser, aber ich hasse Höhe. Oh ja, da sind wir uns einig. Auf jeden Fall, 7,5 stehen wir hier genau, oben. Genau, 7,5 Meter. Und für mich tatsächlich, ich habe den Sprung erst einmal gemacht von dieser Höhe und wollte mir das für heute Abend auch sparen. Kopfsprung vorwärts gehockt, Schwierigkeitsgrad 2,5. Für ja. Wen trittst du an heute? Gegen wen? Oder? Nee, für wen? Für wen? Also ich trete auf jeden Fall für meine Frau zu Hause, die hier ist. Sagen, die Pia ist doch hier, haben wir doch gehört. Für meine Familie, für meine Freunde, die mich hier unterstützen, die da sind. Und natürlich für meine Oma, die gerade zu Hause vorm Fernseher sitzt und mitfiebert. Und genau, für die alle trete ich an. Ja, bitte sehr. Dann geht's jetzt los vom 7,5er. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, viel Erfolg. Ja, also ich mache mir jetzt gerade nicht irgendwie Sorgen um seinen Sprung, sondern um die Kette, die er noch anhat. Ich mache mir mehr Sorgen um die Oma. Die ist aufgeregt zu Hause, ne? Ja, und guckt die wohl alles, was der im Fernsehen bisher gemacht hat? Das ist ja die große Offenbar mal nicht, ne?
So, Zico, du alte Schlachtfregatte. Wichtig ist eine korrekte Ausführung, weil es nicht der höchste Schwierigkeitsgrad ist. Nicht wehtun, konzentriert sein. Ja. Ab die wilde Fahrt. Viel Spaß. Bist ja auch wie ein Trainer, bist du ja. Du bist der Jürgen des Moderierens. Konzentrier dich. Er oder ich? Beide. Ja. Sehr gut reingekommen da unten auch ins Wasser. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie Laura von Tora reagiert, wenn der Aquaman kommt. Ja, und guck mal, ist die Kette noch an. Aber er soll schon rauskommen. Aquaman zu Gast bei RTL Turmspringen. War gut. So. Ja, Füße ein bisschen Spannung. Ja, aber hey. Hast du gehört, was er gerade gesagt hat? Der hat den erst einmal aus der Höhe gemacht, spart sich das im Grunde für heute auf und darf als Aquaman jetzt zu Laura von Tora. Mehr geht nicht an so einem Freitagabend. Also mir macht der Job bisher auch richtig Spaß heute, muss ich sagen. Ja, schön. Zico, ist doch super gelaufen. Bist du selbst auch zufrieden? Ich bin zufrieden auf jeden Fall. Also klar, hätte besser laufen können noch. Aber ich glaube, so fürs Erste war in Ordnung. Hast du Pias Gesicht eben noch gesehen? Ja, die hat mitgefiebert, ne? Absolut. Aber ich glaube, die war auch zufrieden, oder? Zeig mal Daumen hoch. Oh. Die Herzensdame ist glücklich. Aquaman, hat Buschi gerade zu dir gesagt. Gefällt dir der Titel? Also so wurde ich tatsächlich sehr oft genannt, auch von Jürgen. Der hat mir den Titel damals schon verpasst. Ja, Aquaman für Arme vielleicht, ja. Hast du jetzt gesagt, ja? Dann gucken wir mal auf deine Wertung. Für den ersten Sprung von dir am heutigen Abend Platz 2. Bolo! Geil! Danke. Damit war doch gar nicht so zu rechnen eigentlich. Nee, ich find's geil, ich freue mich. Ich freue mich riesig dazu. Und das mit Höhenangst. Also, vielleicht wird das noch ein richtig erfolgreicher Abend für dich. Wir warten's ab. Vielen Dank erstmal und deinen Applaus. Danke dir. Ja, Chapeau. An Zico? Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Wenn du einigermaßen okay ausführst, ja, dann sind die Punkte hoch, dann ist es nicht mehr so schlimm, dass der Schwierigkeitsgrad nicht bei 4, 4,5 ist. Und wir können Zico übrigens oder Aquaman, wie auch immer ihr wollt, ganz sicher sagen, er darf gleich ein zweites Mal ran, denn er ist sicher unter den besten 8 hier im Einzelspringen, das steht längst fest. Also das war eine richtig gute Leistung, Zico, wirklich. So, aber in diese zweite Runde wollen noch mehr. Und der jetzt kommt, das ist ein Mutiger. Ein ganz, ganz Mutiger, vor allem, wenn es um die Outfits geht. Er kommt vom Sport und er will nicht die Sendezeit. Hier ist Sam Dillon. Mein Name ist Sam Dillon und ich bin eine echte Reality-Ikone. Huch, da habe ich mich kurz erschreckt, weil der Flocati angefangen hat zu reden. Alles, was mit Wasser zu tun hat, liebe ich nicht so. Gerade Make-up verwischt da, man kennt es. Die Haare sehen nicht mehr so gut gestylt aus danach. Deswegen muss ich auch lange überlegen, ob ich dieses Turmspringen hier überhaupt mache. Aber gut, ich sitze hier, ich brauche auch das Geld, aber ich will auch das Beste abliefern und ich möchte natürlich gewinnen, ja? Super, denn wir haben das Geld und wir haben einen, der dir zeigen wird, wie du gewinnen kannst. Einen Trainer. Naja, wenn ich mir schon höre, dass wir einen Trainer haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist ins Wasser angekommen. Ich bin schon damals nie gut mit meinem Chef zurechtgekommen bei der Arbeit. Deswegen habe ich auch irgendwann gekündigt. Ja, ja, wenn man viel labert, dann will man nicht. Ich finde es immer so ganz schwierig, wenn da jemand morgens zu mir kommt und sagt, was ich tun soll. Ach, du willst nicht, dass ich raufkomme. Ich habe immer Probleme damit, wenn da so ein, ja, so ein dominanter Part kommt und mir was erzählen möchte. Wenn ich sage, nach vorne gehen, dann nach vorne gehen. Entweder machen oder sterben. Ey, du bist keine 90, bück dich gefälligst. Tja, einfühlsam kann der Jürgen. Der wird dir alle Ängste nehmen. Also, wo ich den Anruf bekommen habe, da, ob ich beim Turmspringen mitmachen möchte, hatte ich auf einmal diese ganzen Bildschlagzeilen im Kopf. Irgendeiner hat sich, glaube ich, er hat nur noch ein Ei nach dem letzten Turmspringen. Die eine hat ihre Brustimplantate verloren. Davor habe ich natürlich Angst. Also, ich möchte da heil rauskommen. Ich habe immer diese Schlagzeilen im Kopf. Welche Schlagzeilen? Ja, dass ich das Ei auch abgefallen ist und so weiter. Naja, dann wärst du wenigstens mal in der Zeitung.
Zack! Übrigens, hast du damals gekündigt oder wurdest du gekündigt, Sam? Ich bin noch nie so oft ins Wasser gesprungen, was gut aussehen sollte. Ich war dann einfach drin. Ich glaube aber schon Kopfsprung, mein Gott, man springt rein mit dem Kopf zuerst, so schwer kann es nicht sein. Ich suche bis heute in diesen 31 Jahren suche ich immer noch nach meinem Naturtalent. Aber vielleicht ist das ja auch mein Talent, das Turmspringen. Weiß es ja nicht. Ich habe es ja noch nie ausprobiert. Ja? Ich habe es bis heute nicht gefunden, aber vielleicht ist heute der richtige Zeitpunkt. Vielleicht aber auch ganz genau exakt gar nicht. Die anderen machen sportlich und ich mache es mit Glam. Und deswegen gewinne ich das Turmspringen 2024. Puh. Träumerle. Orion, und der Sam, der braucht mal einen ganz dicken Applaus, denn du bist ganz doll aufgeregt, ne? Ich komme jetzt zu mir, ich finde meine innere Ruhe noch und ich hoffe, dann kriege ich das so hin. Mein Ziel war ja früher immer mal auf dem Treppchen zu stehen, aber hier werde ich es, glaube ich, nicht schaffen. Ja, aber auf so einem 3-Meter-Treppchen stehst du ja jetzt hier, ne? Was ist denn das größte Problem? Unterwasser, die Höhe, Wasseroberfläche, das Springen, das Outfit? Ich habe ja Höhenangst, ja. Ich war auch schon so eine Freundin von mir, ist Angstpsychologin, die hat auch versucht, mir die Angst zu nehmen. Aber ich habe schon wieder alles vergessen, was sie mir an Tipps... Was waren denn da die Tipps? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe schon wieder alles vergessen, was sie mir gesagt hat. Ich muss auch dazu sagen, ich war vor der Show, wo es noch nicht losgegangen ist, war ich so nervös, musste unbedingt auf Toilette. Und ich muss unbedingt, das dauert in dem Ding, ja, oder? Aber ich muss unbedingt sagen, hier müssen die Toiletten repariert werden. Weil ich habe die Tür so aufgemacht und dann stand Jan auf Toilette und ich. Nein, ich... Oh Gott, damit stehen wir gleich in der Bildzeitung. Jan und Sam Dillon auf einer Toilette. Ich muss das ja auch noch erklären. Also ich stand nicht auf der Toilette, ich saß. Ich saß am Handy und wer kommt rein, Sam? Oh, Entschuldigung. Hast du denn den Lurch draußen gehabt? Nein, bitte Frank Buschmann. So, bevor das hier zu weit geht, ja, würde ich sagen, lassen wir Sam gleich mal ran. Kopfsprung vorwärts gestreckt machst du und wir drücken dir alle die Daumen und hoffen, dass du heile ankommst. Ja. Okay? Ja. Geht los. Es geht los. Ja, und wenn er dann im Wasser ist, kann er ja auch noch nach dem Ei und dem Brustimplantat suchen. Na, ich glaube, wir sollten jetzt mal erstmal keine Witze machen, Nein. Weil das scheint für ihn eine Riesenüberwindung zu sein, kopfüber ins Wasser zu springen. Wenn er hier Heckmeck macht, renne ich hin und trete ihn ins Wasser. Er muss zeigen, dass er Bock hat. Ja. Und das wird er jetzt machen. Du schaffst das, Sam. Alle glauben an dich. Berlin glaubt an dich. Und auch du glaubst an dich. Der kann das. Ja, der kann das. Hat ihn aber noch nie gemacht. Also versucht. Brauchst du Ruhe oder Anfeuerung? Startzeichen brauchst du. Da ist es. Und jetzt Applaus oder Ruhe? Ruhe. Der hört uns gar nicht mehr. Er ist gesprungen, dafür kann man applaudieren. Das war für ihn ein wichtiger Sprung, aber halt eben kein Kopfsprung. Also von Kopfsprung vorwärts gestreckt, hat er vorwärts und gestreckt gemacht. Hier sehen wir es nochmal. Er kommt nicht ganz mit dem Kopf nach vorne. Aber knapp war es. Aber willst du uns verarschen? Er kommt nicht ganz mit dem Kopf nach vorne? Also ich fand, es war kurz vor Kopfsprung. Guck doch mal, wenn man jetzt, ich finde schon. Aber man kann Frank Buschmann so schnell aus der Ruhe bringen. Ich bin sehr gespannt, wie viele Punkte das gibt. Aber er hat sich getraut, er ist gesprungen und das ist ein Applaus wert. Und er taucht wunderschön auf. Ja, das Auftauchen hätte bestimmt eine bessere Bewertung gegeben als das, was wir gleich sehen werden. Ganz kurz, hol uns ab. Wie war deine Gefühlswelt da oben? Was ist schiefgelaufen? Oder bist du eigentlich zufrieden für deine Verhältnisse? Nee, zufrieden bin ich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, mein Trainer wird es mir jetzt auch verklagen. Der hat das Beste mit mir gegeben. Aber ich hatte jetzt auch noch mal einen Kurzschluss. Und, Kurzschluss? Ja. Da oben? Ich kriege meinen Kopf nicht richtig. Ich habe ihn nicht reinbekommen. Der Rücken, vorwärts. Ja. Kopfsprung, gestreckt. Nein. Ich muss. Ja.
Ich habe ja Promi-Boxen schon gemacht. Das war für mich auf jeden Fall einfacher, aber Turmspringen, ich glaube, das ist nicht meine Art. Kampf der Reality-Stars hast du auch gemacht. Das war auch ein Kampf für dich. Du bist gesprungen am Ende des Tages. Ne? Mit der Bewertung wird es nicht ganz so gut sein. Aber vielen Dank, dass du dich getraut hast. Sam, hier kommt nochmal dein Applaus.